Servus Leute! Mein Name ist Light und ich begrüße euch zu dem Lightstream Nummer 2. Das hier kann jetzt weg. So. Ja. Ups, ja, 20 bis 30. Ja, gut. Nein, es kommt nicht erst in 20 Minuten. Ich bin noch da. Hallo, ich bin da. Keine Sorge. Alles gut, meine Kinder. Alles gut. Hab nur kurz noch was gegessen. Ich habe seit heute Morgen nichts mehr gegessen. Seit vor dem Livestream von heute Morgen habe ich eine Brezel gegessen und seither nichts mehr. Ich hatte Hunger. Ich werde mir nachher auch nochmal was machen. Weil ich einfach überhaupt nichts gegessen habe. Und ich bin heute bestimmt gut 1,5 Stunden insgesamt durch diese pralle Sonne ohne Schatten gelaufen jetzt. Oh, ich bin fertig. Leute, Frage. Frage der Fragen. Kerbal Space Program spielen, Starforge spielen, oder ich habe mir dieses BeamNG Tech Demo runtergeladen, also dieses Rennspiel, was vorhin mal kurz von dem Perfektionisten-Typen da empfohlen wurde, wurde mir auch schon auf YouTube empfohlen. Ich habe es aber noch nicht getestet. Welches spielen wir? Ja, erstmal mich ausreden lassen, dann entscheiden. Silent Pain will KSP, gut. Der Namensgeber von THQ sagt Starforge. Ja, Cold Eagle. Hallo Cold Eagle. Hallo X, yo X. So. Wenn jetzt nachher übrigens mein Handy geht, heißt es nicht unbedingt, dass ich aufhören muss. Prison Architect. Ja, stimmt. Hab gehört, es ist eine neue Alpha draußen, eine neue Version. Können wir auch spielen. Die Frage ist, was wollt ihr? Also bisher haben wir Prison Architect, Starforge, KSP oder diese komische Tech-Demo. Also, sagen wir es mal so, Leute, was ihr jetzt entscheidet, heißt nicht, dass wir das dauerhaft spielen werden. Ich halte wahrscheinlich nicht den ganzen Abend ein Spiel durch. Kein CSS, dafür ist mein Ping zu schlecht mit dem Livestream on. Tut mir leid, würde ich gerne, aber das ist zu anstrengend. So. Irgendwie leckt der Stream bei dir. Leckt der noch bei jemand anderem? Wie kann der überhaupt lecken? Leckt der Sound bei dir? Das wäre irgendwie beschissen. Komm, eine halbe Stunde oder so. Prison Architect ist doch gefragt. Stimmt, Prison Architect ist eigentlich immer ein schönes Spiel. Stell ich mal hier kurz ein. Playing. Nicht Kirby Space Program, sondern Prison. Also ich habe eine 16.000er Leitung, die ist aber links nicht vollständig bei mir. So, steht es jetzt oben da, dass wir Prison Attack machen? Ich hoffe doch. Kann mal jemand gucken, please? Weil ich bin mir bei Twitch da irgendwie immer unsicher, ob das da wirklich da steht dann oder nicht. So, Prison Attack starten. Steam, go. Bevor ich den... Ich muss die Fenster gleich mal stellen. Nein, steht nicht da. Du musst die Seite aber refreshen, denk dran. Sonst steht immer weiter Kerbal Space Program da. Es automatisiert... Wird automatisch nicht refreshed, leider. So, skip. Fuck off Steam. So. Ihr seht gleich kurz Schwarzbild, das ist normal. Gucken wir mal, ob Prison Architect inzwischen eine eine Fensteraufnahme akzeptiert. Fensteraufnahme von Prison Architect. Okay. Das ist schwarz, das ist doof. Gucken wir mal was. Ist das Menü schwarz? Nein. Okay, das ist irgendwie doof. Ja. Hinzufügen. Können wir eine Game-Aufnahme davon machen? Ja, eine Game-Aufnahme geht. Sieht aber scheiße aus, aber die kann man noch bearbeiten. Sehen wir bearbeiten. So. Hey, das sieht doch gar nicht mehr so schlecht aus, oder? Was meint ihr? Wenn mein Vater dran rumbasteln würde, um ins Inhaltanbieter rausschmeißen. Okay. Sieht man alles? Man sieht ziemlich alles. Man sieht ein bisschen unten, ist ein bisschen abgeschnitten. Ist das schlimm?
Also noch ein bisschen hochschieben oder ist das okay für euch? So. Tut mir leid, Severus, also von meiner Seite aus kann ich nicht ändern, wenn bei allen anderen das flüssig läuft. Okay, Leute, passt das Fenster von euch für euch so? Oder soll ich noch ein bisschen verschieben? Oh, neues Create New Prison. Kann man das hier ausschalten, please? Small. So. Play. Ich habe keine Ahnung, ist inzwischen vielleicht. Das könnten wir mal kurz, kurz, wir machen mal kurz Pause. Ich habe keine Ahnung von dem neuen Ding. Das kann man noch nicht anklicken jetzt. Mach Fog an. Ist jetzt schon aus. Warum? Okay. Fog of War an. Okay. Ist zwar ein bisschen nervig, finde ich, aber okay, lassen wir das so. Ah, ich muss mich mal hier richtig hinsetzen. Das wird eine lange Nacht wahrscheinlich, oder zumindest länger als sonst. Okay, mach mal. Ich mache hier mit Fog. Ich mache hier mit Fog. Mich nervt er alles, aber gut, machen wir mit. Ist kein Problem. So. Sollen wir das Ganze einzäunen? Oder sollen wir einfach an gewissen Stellen, wo ein Zaun benötigt wird, einfach mal einen Zaun hinstellen? Also, ich ziehe normalerweise hier mal einen Zaun drumherum, aber das hier baue ich jetzt mit euch. Also, entscheidet ihr, wie ihr das wollt. Irgendwie seid ihr noch ein bisschen faul, kann das sein, noch ein bisschen träge. Macht euch die Hitze auch zu schaffen. Kann das sein. So, wartet mal, ich muss ja hier noch was einstellen. Denn wir wollen hier nicht ohne Ding. Text, okay. Ich finde, derjenige, der die Musik gemacht hat, sollte auch gewürdigt werden mit einem kleinen Text. Steck mal das hin. Da passt es nicht hin. Machen wir es dahin. Ich muss ein kleiner vielleicht machen. Kleiner. Jetzt nicht, okay. Das war doch gerade noch kleiner. Oh, Mann. Eigenschaften. Die Deckkraft eine Sonde. Geht nur noch auf 50% vielleicht. Na, ach komm, ich tipp's einfach ein. 50! Dann schieben wir es hier hoch. So. Also Leute, soll ich das ganze Gebiet einzäunen oder soll ich noch an gewissen Stellen, wo der Zaun vielleicht benötigt werden würde, einzäunen? Fangen wir erstmal mit der Küche an, vielleicht. Also wir planen erstmal. Planning Tool. So. Mir wurde gesagt, dass ich die Küche etwas nach Größenwahn bauen soll. Also bauen wir die hier gleich mal ein bisschen nach Größenwahn. Also Kantinen. Das ist größenwahnsinnig, oder? Ja. Und die Küche machen wir dann ebenfalls größenwahnsinnig so groß. Ja, das ist doof. So. Dann bauen wir die Zellenblöcke. Sollen wir die Zellenblöcke sehr auf Praxis getrimmt machen oder sollen wir die Zellenblöcke eher so machen, dass sie ein bisschen schön sind, ein bisschen größer, die Prisoner haben ein bisschen was zu sch haben ein bisschen schönere Sachen halt. Dann weg mit diesem Chess halt. Dum-dum-dum-dum. Mädels? Seid ihr noch anwesend?
Solange ich auf der Gamescom Video Day. Nicht mehr abonnieren, darf man. Nein, ich bin nicht auf der Gamescom und auch nicht auf dem Video Day. Dieses Jahr nicht. Vielleicht nächstes Jahr. Und dann kann man sich auch das überlegen. Kann es sein, dass mein YouTube-Video gar nicht angezeigt wird, wurde in eurer Abonnentenbox? Warte, ist das so? Mein, hallo? Doch, das müsste eigentlich angezeigt worden sein. Ah ja, okay. Gut, irgendwie will die Future. Nehmen wir dieses BeamNG Drive. Wir angeboten, das auszuprobieren, aber. Naja, egal. Bauen wir mal hier einen Zellen. Ne, bauen wir hier den Workshop hin. Weil die. Was bauen wir hier hin? Keine Ahnung, ich weiß nicht, was könnte man da hinbauen? Wir könnten hier den Common Room hin. Bauen wir einen großen Common Room und nebendran die Krankenzelle, also Common Room Krankending. Unten dran noch das Totenteil. Da ein Eingang, da ein Eingang. Das ist nicht so. Groß ist das Surfing Table. Nee, wegmachen. So. Heißt dahin, das heißt hier. Was ist jetzt? Mit den Objects, Serving Table. Ja, perfekt, passt. So. Ich wüsste auch nicht, ehrlich gesagt, nicht, ob viele Leute zu einem Abonnententreffen kommen. Weiß nicht. Hier unten können wir den Visitation Room hinmachen, den können wir aber auch abtrennen. Kann ich auch so. Da machen wir den Recitation Room hin und jetzt oben hier die Zellen, sprich. Wollen wir mal, ob wir es so machen können. Wieder. Dass wir solche Zellenblöcke bauen. So. Ja, das gefällt mir so. Von ihm live. Ja, das kann ich in der Tat machen. Einen Moment. Dazu muss ich nur das allgemeine Ding ändern hier. Und das ist nicht alive. Oh je. Na. Das kommt davon, wenn man random Ding drin hat und sein. Ich glaube, ich habe es da live nicht eingepackt. Okay. Außer wiedergeben. Ich hab halt. Hallo? Irgendwie will mein Player gerade nicht jetzt. So, da, alive. Machen gar. Mach den Gang zwischen den Zellen 2 breit. 2 breit? Ist das intelligenter? Okay. Yep. Da, da weg. Da, da weg. So. So und so. Tut mir leid, dass ich übrigens heute Morgen so früh wieder gehen musste eigentlich, aber ich musste halt leider an einen 40 Minuten entfernten Bahnhof und der ist. Ich muss durch die prallen Sonne laufen, muss mich noch richten vorher. Es war etwas spontan, aber ich hoffe, ihr verzeiht mir das und hoffe, dass heute Abend wieder mehr kommen werden auch. War ja doch einiges los nachher noch. Das hat mir schon fast leid getan, dass ich dann den ganzen Leuten, die noch gekommen sind, sagen muss, ja, jetzt ist doch nichts mehr drin. Hallo Wandestag und hallo Aufgetauchter. 5 Minuten. Habe ich irgendwie Probleme? Oder hat Twitch heute wieder Probleme? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Brauchen wir noch die 8? So, jetzt ist die Frage. Schauers in den Zellenblock rein? Hallo Realbonies! Ach, jetzt kommen ja die ganzen Leute. Aber kann es sein, dass Twitch heute Probleme oder mein Channel heute Probleme hat und deswegen es so lange braucht, bis ihr alle kommt? Kann das sein? So ein doofes Ding.
Ja, das Ding ist nur, dass manchmal Twitch einfach Probleme macht. So, jetzt meine Frage. Hier, Shower ist noch in das Ding rein oder eine extra Shower bauen? Also soll jeder Zellenblock jetzt seinen eigenen Shower bekommen oder... Chat von Twitch ist bei mir immer erst 200. Ja, doof. Ja, das, ich kenne das von Twitch. Jetzt kommt ja. Jetzt gehen auch die View-Zahlen hoch. Wir waren gerade eben bei 9, jetzt sind wir bei 16. Ah, da streame ich schon irgendwie an die 10 Minuten mit 9 und dann kommt plötzlich so ein Riesenschub. So. War nochmal. Das meiste, was ich durcheinander kommen wollen, ist da, wenn mich alle Abonnenten geaddet haben in Steam. Show us in Zellenblock, in Zellenblock. Hallo Black! Hallo Geo! Im Zellenblock, ja, okay. Zellenblock, im Zellenblock. Aber auch in Zellenblock ein Common Room oder lassen wir das raus? Dass der Common Room öffentlich ist. Ich denke jetzt gerade an ein schönes Design von einem. Na, Schauer, die könnten wir dann so machen. Hier und hier ein Eingang. Praktisch. Und dann einmal hier außenrum. Wobei, da müsste man eigentlich das eher so machen. Was haltet ihr davon? Guten Abend, Jasmin! Könnte ich. Ah, schön. Jetzt sind die ganzen Leute da. Hallo. Oh mein Gott, ich dachte schon irgendwie keiner kommt zum Stream. Also keiner ist jetzt übertrieben, nein, das tut mir leid an die, die jetzt schon da waren. Aber es hat mich doch sehr gewundert, dass heute Morgen so viele plötzlich da waren und da jetzt keine kamen. So, was haltet ihr von diesem Shower-Design? Oder lieber nicht? Oder sollen wir es vielleicht so rum machen? Hier links und rechts Türen und dann so eine Shower. Das ist vielleicht am effizientesten sogar. Wahrscheinlich zu viele Showerplätze, ist wahrscheinlich viel zu groß die Shower, oder? Trotzdem bauen? Oder lieber soll ich hier lieber so eine Trennwand reinbauen, hier einen Common Room machen? Heute Morgen keine Zeit, habe ja noch. Sch Du hast noch Schule oder schon wieder Schule? Noch Schule würde mich doch ein bisschen verwundern. Hallöchen Crazy! Und der Captain ist auch da. Captain Nalio. Nailu, Nailu. Ihr wolltet das Stream erst nicht laden. Ja, Twitch scheint ein bisschen Probleme zu machen. Schau es gut, schau es gut. Okay. So, dann bauen wir diese Dinger hier nach. Wie groß ist denn das jetzt? 12 auf. Ist mir egal, kann ich nachgucken. 12 auf 31. 12. Und 12. Da passt nur noch sowas hin. Das lassen wir mal. Da können wir einen Workshop oder so noch reinmachen. Ich will jetzt die Zellenblöcke von hinten nach vorne auffüllen. So, meine Frage vorhin war, soll ich das ganze Gebiet mit einem Zaun einrahmen oder nur an den entsprechenden Stellen und den Zaun notfalls wieder abreißen? Also sprich, ich würde dann halt einmal hier so einen Zaun hinstellen, also hier so. Und dann würde ich hier Zäune machen. Hier runter, runter. Oder einmal ringsrum. So. Hier in Österreich 9 Wochen Sommer. Oh, 9 Wochen Sommerferien, nicht schlecht. Ja, wieder Schul, dachte ich mir doch. Keine Sorge, bei mir geht's nach diesem Monat mit Arbeit los. Kurz, Bruder. Sogar wir in Bayern haben jetzt pünktlich zum Ende der Ferien in Ferien. Stimmt. Die ersten gehen schon wieder zur Schule und die anderen haben erst Schule. Zaun überall. Seit heute, ja. Geht einigen so. Guten Abend, Torodes. Okay, also da kein anderer, kein Gegenspruch dagegen kam, baue ich jetzt den Zaun einmal drumrum. Das dauert ja auch nicht zu lang. Hui. Wie gesagt, ich möchte mich noch ganz herzlich dafür entschuldigen für den Stream heute Morgen, dass der echt nur so kurz war und wir nichts erreicht haben. Ich werde wahrscheinlich deswegen auch den Stream nicht auf YouTube hochladen. Diesen hier werde ich auf YouTube sehr wahrscheinlich wieder hochladen, wenn ich dran denke, das ganze Zeug mal wieder zu schneiden. Einfach für die Leute auch auf YouTube vielleicht interessant, dass ihr könntet ihn auf Twitch anschauen, aber da ist nichts passiert. Das lohnt sich nicht. Da fühlt ihr euch eher verarscht, wenn ich das hochlade.
So, soll ich so eine Schleuse vielleicht noch bauen? Sonst haben die, sonst mucken die wieder so rum. Also so hier noch, dass hier nochmal ein Ding reinkommt. Dann könnten wir eigentlich hier den Yard hinbauen, oder? Dann machen wir den Yard mal so hin. So. Dass wir da den Yard bauen. Wie sieht das aus für euch? Ist das gut? Nein, warum? Ja, ich glaube, aber in Österreich haben sie dafür andere Ferien nicht. Also ich glaube, summa summarum kommt es trotzdem wieder gleich. Du hast noch eine Woche Ferien vor dir, das ist doch super. So, dann machen wir doch mal hier noch eine Door rein. Door, Jail Door dahin. Large Jail Door dahin. Und Rooms. So. Und so, schön ins Negative gehen. Die brauchen jetzt alle natürlich noch einen Eingang. Den kriegen sie auch, sobald ich auf den Reports die. Das hier machen wir weg. Oh, jetzt habe ich irgendwas, glaube ich, eh schon weggeklickt, ne? Ist der Zaun beschädigt irgendwo? Nein, okay. Whatever. Wir nehmen mal einfach alle an, damit wir Geld haben. Herbstferien und auch alle anderen Ferien sind kürzer als in Deutschland. Ja, sage ich doch. Also, summa summarum gleicht sich das aus. Ich glaube zwar, die Österreicher haben summa summarum weniger als wir, wenn mich nicht alles täuscht. Ich meine, nicht, dass es mich noch in irgendeiner Weise betreffen würde, als angehender Auszubildender, aber klugscheißen ist immer gut. Habe ich gehört. Es kommt auch immer ganz gut an bei Menschen. Also, wenn man klugscheißen kann, dann sollte man das unbedingt tun, denn. Ich habe gehört, dass viele Leute Klugscheiße richtig gern haben. Wer die Ironie übrigens nicht erkennt, sollte diesen Livestream definitiv ausschalten. So, jetzt lassen wir die hier erstmal bauen. Baut, meine Sklaven, baut. Und wir verursachen wieder den größten Stau auf dem Highway. Guckt euch das an. Ich habe gerade durch deine Videos in Kirby Space Program Docken hinbekommen. Hallöchen, das freut mich, Domika. Toffi, Kartoffel, die Dommi-Kartoffel, hat Socken hinbekommen. Das freut mich sehr. Ich lasse mich zu staatlich anerkannten YouTuber ausbilden. Nein. Genauso sein werde ich ein Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. Aufgetaucht da. Ja, fucking Bayern. Fucking Österreich. Ups, Bayern. Ja, ich dachte gerade, Sherry, das meinte Hallo Nachbar wegen Österreich und Bayern und. Keine Ahnung, aus irgendwelchen dummen Gründen. Ja, aber. Internetfreunde in anderen Bundesländern. Handy. Wenn ich Ferien habe. Ja, das ist ziemlich lustig manchmal, ja. Wenn man dann so denkt, hey, ich hab noch Ferien. Aber andererseits, sie reiben es einem auch immer unter die Nase, ne? Es ist immer mir. Es ist immer so ein Geben und Nehmen. Zwar. Lacht man sich dann ins Fäustchen, wenn man selber gerade Ferien hat, aber sie reiben es dann einem auch unter die Nase, als die das sich auch nichts nehmen. Wird heute noch Caspi gespielt? Natürlich wird heute noch Caspi gespielt. Crazy. Was wäre ein Livestream komplett ohne Caspi? Sei ehrlich. Sei ehrlich. Anwenden Sie mir genau mein Berufsziel. Dann freue ich mich, einen Berufsgenossen zu haben hier in diesem Stream. Dann kann ich dir ja erzählen, wenn das Ganze losgeht und ich vielleicht mal wieder Livestream, kann ich dir ja erzählen, wie es so ein bisschen ist. Mein Cousin müsste. In einer Woche auch wieder Schule haben. Oh, yeah. Genau, es wäre nichts. Ich meine, es wäre ja nicht mal ein richtig schöner Fail dabei dann. Da ist doch eine Tür, du blöder. Ja, da fehlt aber noch ein Zaun. Habe ich den Zaun vorhin gelöscht? Kann das sein? Aber ich dachte mir, heute spielen wir mehrere Sachen, weil ich halte es nicht aus. Den ganzen. Okay, ich habe die Door zu früh gesetzt. Ich halte es einfach nicht aus, beim besten Willen nicht. Heute den ganzen Abend KSP zu streamen, denn man bedenke, ich streame heute nicht nur eine Stunde oder so, ich werde höchstwahrscheinlich an die Dinge machen hier, also ist eine sehr lange Zeit, so bis 0 Uhr vielleicht, wer weiß. Ich bin bei KSP wieder dabei. Schau, Leute, ja, mach's gut. Wenn ich KSP streame, werde ich wahrscheinlich noch mal eine Steam-Ankündigung machen. Für die Leute, die es interessiert. Wie lange der Stream gehen wird, wie gesagt, wahrscheinlich bis 0 Uhr, wenn ich Lust habe. Solange ich Lust habe.
Noch einen Zaun über die Straße bauen muss. Halt. Nur für die Autos bauen. Warum sollte ich das machen? Damit ich dieses kleine Fältchen hier noch besetzen kann? Ja, eventuell. Warum unfair? Ist doch gut für euch. Ich meine, für die Leute, die nicht zuschauen können, sollen halt den dann die Aufnahmen nachher noch anschauen. Die werden ja alle hochgeladen. Ja, für dich ist es sowieso gut, Jasmin. Hast du wenigstens was zu tun, bis du mal einschläfst, ne? So. Ich halte übrigens im Ding nebenbei so ein bisschen mein Skype im Auge, damit die Scarlett, falls sie nach Hause kommt, mir nochmal, falls sie mir noch was schreibt. Aber ansonsten bin ich heute für euch da. Ich muss pennen, weil ich um 4 aufstehen muss. Ja, das tut mir sehr leid, Black. Wie gesagt, guck dir die Aufnahme da an. Tut mir echt leid. Aber hey, sei froh, du musst wenigstens nicht, du kannst wenigstens so einfach irgendwann ins Bett gehen und hast, kannst mich so lange noch anschauen. Ist auch schön. Und die, auch aus NRW. Es ist schön, Ferien zu haben. Ja, jetzt diese Ferien-Ding-Diskussion. Wunderbar, ey. Wunderbar. So, was haben wir noch? Wir brauchen die Holding Cell. Die Holding Cell machen wir da hinten dran, würde ich sagen. Wir bauen hier ein Bild. Das heißt, wir bulldozen hier erstmal was. Demolition. Nämlich diesen Zaun. Der kommt wieder weg. Ja, ey. Ich nur unproduktiv rum. Ja, das glaube ich dir, Jasmin, dass du unproduktiv bist. Ich meine, hey, was gibt's Produktiveres als einen Livestream zu schauen? Nicht, dass das in irgendeiner Weise genauso unproduktiv wäre. Zuckermilch, ich penne nicht ein. Das kannst du natürlich auch machen, wenn du darauf Lust hast. Einfach überzuckern. Nordrhein-Westfalen, die haben, glaube ich, keine Herbchen und also Pfingstferien ist in Deutschland ganz selten. Ich glaube, das haben echt nur die Bayern, die die Baden-Württembergler auf jeden Fall. Und dann haben wir es noch. Nebenher was anderes machen und Livestream schauen. Ja, das ist durchaus genehm. So, weil ich weiß, dass es manchmal ziemlich langweilig auch sein kann. Gerade bei Prison Architect hier zuzugucken, wie diese kleinen Mendels da was bauen, das ist schon ein bisschen anstrengend. Aber wir sollten den Prison Intake ändern. Wir wollen nämlich Low Risk und keine High Risk. Ist aber noch cool, dass wir meistens die meisten Feiertage haben. Aber summa summarum haben die Baden-Württemberg Typen eine Woche mehr Ferien. Kaffee, Kaffee, Kaffee. Kaffee schmeckt, finde ich. Ich mag keinen Kaffee. Tut mir leid. Wir brauchen hier noch einen Raum für die Power Station. Das baue ich hier oben drüber. Dann weiß ich schon, was ich da mache. So, falls ihr es übrigens mal klackern und alles hört, das ist meine Flasche. Ich muss bei der Hitze. Ihr könnt nie von mir verlangen, dass ich hier ohne Trinken hocke. Das könnt ihr einfach nicht verlangen. Das schaffe ich ja nicht, das ist ja. Vielleicht habt ihr aber. Ja, so könnt. Auf jeden Fall weniger Fan als Baden-Württemberg und Bayern. Ja, Bayern hat glaube ich zweitmeisten. Und wir haben das höchste Bildungsniveau. Was nicht heißt, dass wir unbedingt intelligent sind. Die meisten sind ja schon Sommerferien, wenn die anderen Pfingstferien haben. Ja, das ist ziemlich interessant. Also manchmal greifen die Ferien fast echt ineinander. Leute im Kantor ist geil, haben es gut. Mehr Feiertage als Deutschen und 4 Wochen Herbstferien. Dafür haben sie bestimmt irgendwo anders Nachteile. Also ich denke, das kann man immer, ist meistens irgendwo dann ausgeglichen. Warum baut ihr das hier jetzt nicht fertig und fängt damit schon an? Da habt ihr das hier fertig gebaut und ich habe wieder diesen lustigen Bug. Habe ich diesen lustigen Bug? Ja, oder? Ich lasse die hier jetzt mal fertig bauen, wenn die damit fertig sind und dann sich hier nur einen Zaun drum kümmern, dann. Oh, ein Zaun hier. Oh, der ist fast fertig. Dim, dim, dim. Nein, eigentlich ist die Bildung in Baden-Württemberg sogar teilweise noch besser, oder? Warum wird D7X Blech Name nicht markiert und gar nichts? Was ist denn das? Ist der ein Guest?
Ist er nicht eingeloggt oder so? Keine Ahnung. So, okay, der Raum ist verbuggt. Genau so möchte ich das natürlich haben. Oder? Macht ihr da was? Macht ihr da was? Nein. Oder? Lassen wir erstmal den Müll hier noch raustragen. Vielleicht ist es dann ja. Komm, komm, komm. Schweiz. Ah, jetzt hast du auch einen Namen bei mir. Ach so, nee, das war Jasmins Antwort drauf. Oh. Schreibt so komisch. Tut mir leid. Janik, du bist Bayer. Was? Du bist Bayer, Bayer, was auch immer. Hallo nach. Bist ja halb Österreich. Nein, ich bin eigentlich kein Bayer. Tatsächlich nicht. Auch wenn man es meinen könnte, bei meinem doch relativ vielen Bekannten und Freunden aus Bayern. Das ist tatsächlich nicht der Fall. So. Objects, ich brauche noch eine Door. So, einmal hier, einmal da. Dieses Autosaving. So. Genau, ich komme aus Baden-Württemberg. Cool. Schweizer Akzent. Ach je. Ich kann keine Akzente nachmachen, deswegen versuche ich es erst gar nicht. Tut mir leid. Ich bin so ein Bayer, dass ich schon fast Österreicher bin. Fehlen nur 2 Kilometer. Nicht schlecht, an der Grenze wohnen macht Spaß. Es ist cool, an der Schweizer Grenze zu wohnen. Man kann in Deutschland leben und in der Schweiz Geld verdienen und wird dadurch fucking reich. Das machen sehr viele Menschen so. Ist ja nicht cool. Na, machen wir mal hier. So. Wir brauchen auf jeden Fall ein Serving Table. Den haben wir ja schon vorhin gekauft. Mehr oder weniger auszusehen. Mehr oder weniger mit Absicht. So, dann brauchen wir noch einen Sink, den bauen wir. Das ist ein bisschen weiter weg für die Armküche. Dahin. Und wir brauchen noch eine Fridge, die bauen wir auf die andere Seite. So. Habt ihr den Zaun hier endlich abgerissen? Perfekt. Dann können wir hier ein Building bauen. So. Alle Bayern sind lila. Nicht ganz, Jasmin ist zum Beispiel grün. Was ist hier los? Eine Root? Was, warum? Hä? Ah, okay. Hat sich erledigt. Augsburger Schule in Bayern hat man 15 Feiertage im Jahr. Das ist, muss echt himmlisch sein. Ja. Ihr Deutschen habt ja eh bald sehr gut, wenn die Hausaufgaben abgeschafft werden. Falls sie abgeschafft werden. Hallo, Master of Disaster. Ich meine, klar, ja, sie sollen abgeschafft werden, aber ganz ehrlich, wir haben dafür andere Bildungsprobleme, die nicht, die sind problematischer sind. Also, so wahnsinnig gut geht es auch nicht. Okay, Leute, das kriegen wir nicht hin. Beim besten Willen nicht. Ich kann nicht den ersten Prisoner Take nehmen. Schaut mal, wir haben nichts, wir haben nicht mal eine Holding Cell. Ich habe mich verquatscht. Das tut mir wahnsinnig leid. Dann bauen wir ein bisschen aus und alles und setzen die sich ja nirgendwo hin. Ich verballere jetzt mein ganzes Geld an diesem Tag noch, bevor die Rechnung kommt. Dann gehen wir lieber danach ins Minus. Hat ja eh keine wirkliche Auswirkung. Komm. Ich lese gleich wieder den Chat. Okay, ich muss nur ganz kurz hier mal die Zelle nachbauen. Was überhaupt nicht stupide ist oder in irgendeiner Weise eintönig. Nein, das ist total interessant eigentlich, diese ganzen weißen Linien nachzubauen. Ich will, dass das Cloning Tool fucking von vornherein benutzbar wird. Nein, das will ich nicht. Danke, danke, danke. So, Betten. Betten, Betten, Betten. Toiletten, okay, auch Toiletten auch gut. Nein! Dum, dum. Schön, dass ich erst mit 3 Guard eingestellt habe. Die alte Schweiz und Österreich, hey. Die Bildungsglieder lila und der Rest. Ja. Heute wird alles Mögliche gezockt. Heute wird Prison Architect gezockt, Kerbal Space Program, vielleicht eine Runde Starforge. Ich würde eigentlich gerne euch mal Starforge zeigen.
Vielleicht auch nur noch eine Runde von diesem BeamNG-Tech-Demo. Die wurde mir jetzt schon so oft ans Herz gelegt, dass ich die eigentlich auch mal gern zeigen würde. Auch wenn ich sie noch nie benutzt habe. Also ich werde die dann live installieren und alles, wenn ihr das wollt. Einbeierin, Captains. Ach hey, jetzt fangen hier Farbenspielchen an. Pastellblau. Spielt mit euren Farben nur rum. Viel Spaß. Währenddessen muss ich mich hier. Ah, das Ding braucht einen Eingang. Das wäre vielleicht mal voll toll, hier einen Eingang einzubauen. Eigentlich brauchen wir sogar zwei Eingänge. Denn hier kommt die Holding Cell hin und hier kommt. Oh mein Gott. Das war falsch. Und da drüben kommt das Lager hin. Ich mache hier unten noch eine Staff da rein, damit die Typen hier direkt da hochlaufen können. So. Hallo Geo 2251. Hey, auch jemand aus meinem Bundesland. Welches Bundesland bist denn du? Ach, Niedersachsen wahrscheinlich. Hallo. Wie viele Menschen sind hier denn? 23 schon. Nicht schlecht, nicht schlecht. 23 Leute. Sag mir mal, wie es mit dem Soundabstimmung stimmt oder alles okay ist oder irgendwas nervt oder so. Grün ist sowieso die beste Farbe. Cold Age. Cold Eagle. Cold Eagle. Vielleicht sollte ich dich richtig aussprechen. Komm aus Brandenburg. Ja, Brandenburger sind ja echt voll verloren, also. Könnten wir bitte diesen Raum dahin bauen? Es ist so ein bisschen nervig, dass man nicht ein bisschen schneller vorspringen kann, weil manchmal ist es echt warten und warten. So, wir bauen einfach mal schon den Workshop. Das können wir auch machen. Was haben wir gesagt? Also, Common Room, Visitation, Todesraum und Ärztezimmer. Dann machen wir hier nebendran. Wir müssen noch Solitaries bauen. Dann bauen wir einfach noch ein paar Solitary Cells. Am besten bauen wir die an den Arsch der Welt. Da stören sie auch keine. Die Solitary Cells bekommen ein Klo. Und ein Bett diesmal. Ich mach mal mit Klo und Bett. Also Bett, Klo. So. Dann machen wir hier das Bett hin und das Klo. Damit die ihre notwendigsten Bedürfnisse wenigstens erfüllen können. Drei. Und ich hätte gern einen Solitary Dorm. Die setzen wir auch gleich hier hin. Room Solitary. Warum wird es mir nicht da angezeigt? Das ist ja nervig. So. Anne, gib mir grün, seit ich dich schaue. Ich weiß. Ich kenne deine Farbe. Yep, jetzt kommt er live. Warum werde ich zweimal begrüßt? Ich weiß nicht, warum du zweimal begrüßt wirst, weil ich dachte, ich hätte dich noch nicht begrüßt. Schaffst du es auch ein viertes Mal, Geo? Nein, ein viertes Mal schafft das jetzt nicht. Jetzt weiß ich ja. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht so dumm bin und die nachher nochmal begrüße. Aber ich kann euch ja alle nochmal. Nee. Wenn ich euch alle nochmal begrüße, habe ich, bin ich morgen noch nicht fertig. Weil ich dann, wenn ich dann mit allen fertig bin, kommt ein neuer und dann muss ich wieder alle neu begrüßen. Nö, nö. Das lass mal jetzt mal schön. So, Holding Cell. Wand. Und ich hätte gerne noch eine. Ein Storage. So, und in den Storage kommt jetzt finally auch mal unsere Utilities rein. Ich werde noch wahnsinnig mit diesen blinkenden Blitzen hier. So, und eine Water Pump dahin. Und den Capacitor. Wir bauen noch gleich zwei dran, weil wir jetzt so viel mit Strom versorgen müssen. Das glaubt ihr gar nicht. So, wir ziehen hier erstmal hier rüber. Ziehen wir es mal dahin. Hier runter. Da rüber. Und so. Dann brauchen wir Wasser. Also die Wasserpumpe braucht ja auch Strom. Da war ja. So. Dann Wasser. Erstmal wieder rüber. Das ist eh wichtig, weil jeder dieser Zellenblöcke mit Wasser versorgt werden muss. Dann so.
Und jetzt machen wir mal das Ganze. Eins, zwei, drei, das steht ja da. So, perfekt. Ich baue mal nach euren Tipps, mehr oder weniger. So. Mir wurde gesagt, dass es auch anders geht zu bauen, also baue ich es auch mal anders. Ich habe übrigens gesehen, dass da oben eine Wand fehlt. Ich mache die gleich noch. So. 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 Und so. Finally. So, jetzt noch die Wand hier hinbauen und dann wieder mal in den Chat reingucken. Ich sehe, da schreibt er schon wieder so viel. Ach, ihr macht mich fertig. Die sollte nicht etwas groß, weil wir sind immer noch ein Block raus. Ja, aber ich möchte, dass die nicht aus der Solitary rauskommen und gleich wieder randalieren, weil sie irgendwie aufs Klo müssen und alles. Deswegen gebe ich dir ein bisschen mehr was. Mit auf dem WLAN-Kabel. Ja, das ist natürlich sehr unpraktisch. Dann schieb sie mal von dem WLAN-Kabel runter. Das wäre durchaus sinnvoll. Ich weiß übrigens, dass es Witz war. Ich habe in der Tat die Ahnung, das Wissen, dass es keine WLAN-Kabel gibt. Und jeder, der das nicht hat, sollte sich eventuell überlegen, wie weit er Informatiker werden soll. Wer es nicht will, dann ist es auch okay. Wenn das werden will, sollte er eventuell noch mal drüber nachdenken. Bevor mir jetzt irgendjemand kommt mit, es gibt WLAN-Kabel, das sind die Kabel, die zum WLAN-Router funktionieren. Nein, das sind LAN-Kabel oder auch Ethernet-Kabel, aber es sind keine WLAN-Kabel. Weil das mal einer meiner Klassenkameraden behauptet, es gibt WLAN-Kabel. Nein, gibt es nicht. So. Ich kenne dich seit vorhin, als ich dein KSP-Docking-Tutorial geschaut habe. Das freut mich doch, das haben wir noch ganz, ganz, ganz neue Leute hier dabei. Das ist doch super. Hallo, dann so 1, 2, 3. Es gibt kein WLAN-Kabel. Ja, WLAN, vor allen Dingen WE. Wir wollen deine Weltverständnis nicht zerstören, aber nein. WLAN, weil das LAN schließt das Kabel schon von. Genau! Das W in WLAN schließt Kabel aus, egal ob es vielleicht ein. Hallo? Power Station? On? Maybe? Warum läuft die nicht? Wurde die da jetzt hingeliefert? Nee, warum läuft da nichts? Hallo? Little Power Station. Warum läuft die nicht, Leute? Im Mediamarkt hat am 1. April mal ein gratis WLAN-Kabel zu jedem USB-Stick zum Normalpreis. Nice. Hallo Mutti von Danso 123. Danso 123. Ist das ein Zufall, dass am 1. April war? Ich denke nicht, dass das ein Zufall war. Ich denke durchaus, dass Mediamarkt in der Lage ist, den ersten. Warum läuft das nicht? Durchaus weiß warum. Durchaus weiß, was der 1. April ist. Die Holland-Belgien-Grenze. Was? Du hast nur die Holland-Belgien-Grenze? Maxi King. Oh Gott, jetzt habe ich dieses Lied von dieser alten Werbung von Maxi King im Ohr. Warum nicht? Außerdem ist es nicht im Garbage, sondern im Storage. Ich habe gerade voll den Dachflash, dank dir. Was hat denn der gesagt? D7. Meine Mom hat sich mal krumm auf einen USB-Stick gezogen und gedacht, sie hätte mobil sind. Oh Gott. Der ist nicht schlecht, der ist echt nicht schlecht. Ich weiß, woran soll die Power Station denn angeschlossen sein? Dem ist doch. Es ist. Was? Mach mal was hier. Hallo. Off. On. Ich kann die anderen ausschalten, aber sie macht nichts. Maxi King. Oh ne, jetzt kriege ich bestimmt wieder Ärger. Irgendein Verein ist aber noch bestimmt dagegen, dass ich sowas mache. Aber mit welchen Kabeln denn? Die soll doch irgendwie. Hä? Müsste sie nicht wenigstens diesen Raum verpowern? Was ist hier ein Kabel? Nein, da ist kein. Ernsthaft? Weil da jetzt die Kabel fehlen. Wenn das so ist, dann. Herzlichen Glückwunsch, Spiel.
Verlegert die Kabel, ihr blöden Vieh. Ich würde gerne Priorität stellen. Aber das Ding powern sie immer noch nicht. Den Ruhm powert das Ding jetzt immer noch nicht. Das müsste es doch eigentlich tun, oder? Hä? Sag mal. Wie viel hat denn da jetzt nicht genommen? Oder lege ich hier gerade Kabel über Kabel? Ich lege gerade Kabel über Kabel, kann das sein? Ja. Und Leit schon Rohr verlegt durchaus, ja. Machen wir das Licht von der Powerstation weg. Licht von der Powerstation, das hier meinst du? Das soll ich wegmachen? Das Licht. Okay, bauen wir das mal weg. Aber warum? Spiel! Achso, ich sollte vielleicht mal. Oh wow, das war noch knapp. Aber das reicht noch. Weil wir haben ja hier die ganzen Zellen schon. So. 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 Und so. Ihr habt alle Platz. Auch wenn ihr keinen Strom oder Klos nicht benutzen könnt. Mann, habe ich nicht hier gesagt, ich will hier einen Ball. Okay, ich glaube, meine Arbeiter sind gerade leicht überfordert. Kann das sein? Rooms. Salz. So, 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 so und so. Mach die Tür auf. Bei CCTV macht das manchmal Probleme. Okay. Ich finde es übrigens schön, wie die hier zwischen dem ganzen Müll noch stehen. Ja. Jetzt schlägt es da rum. Ich dismantle sie nochmal und baue sie nochmal neu hin. So. Mach mal Kabel in die Pause. Mal die Kabel in die Pause. Ist. Die Kabel in die Power Station. Kann ich das, glaube ich, gar nicht reinmachen, oder? Muss die Kabel rechts anschließen. Nein, eigentlich nicht. Kann ich denn das mehr. Ich kann das nicht mehr abbrechen, ne? Dann bauen wir das jetzt ab. Und bauen es gleich wieder hin. Und dann schießen wir sie da an, von mir aus. Ey, jeez. Das macht mich gerade fertig wieder. Tag 3. Kein Strom, kein Wasser. Exakt. Aber noch besser wäre es gekommen, wenn Radio und Tele. Kennt ihr Stupedia-Artikel zu WLAN?